Herzlich willkommen zur 17. Folge Krass Tore 2 mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Hast du schon gesehen, was wir Tolles brauchen? Wo genau? Wo genau wir was brauchen oder wo genau was? Ach so, ja, jetzt kommen die blauen Karten, ne? Mhm, das heißt, wir dürfen sowohl Öl als auch Glas richtig aufbauen, als auch dieses Steinzeug da. Also Glas ist ja mit Steinzeug, aber halt Quarz und Silizium und so was. Ach, die Geschichte, ja. Und Öl halt. Das heißt, du darfst jetzt aussuchen, ob du das Steinzeug aufbauen willst oder Öl. Na, ich muss jetzt erstmal schnell das Ding hier noch fertig machen. Die Kohle, sonst haben wir nicht genug dieses Zeug da. Wie heißt das denn? Warum hast du 12 Türme angeknackt? Jetzt gibt dir den Kater wieder Dampf, ey. So, und die nächste Reihe. Ich bin gleich soweit. Ich denke mal, mit der Kohle mache ich zwei Kohlebänder, mache ich jetzt mal ein Kohleband. Okay, die Frage hat sich gerade selbstständig beantwortet. Ich glaube zwar, dass ein Kohleband mehr als reicht, aber gut. Ja, wenn du dir deinen Koks anguckst, du hast 32.000 da drinnen. Ja, so guck, verbraucht guck, guck, mal hier, jetzt, guck mal hier vorne, ja. Fällt dir was auf? Dass die Kupferanlage noch nicht angeschlossen wurde? Und da Öfen fehlen? Und das Erz rechts angeschlossen wurde und ob ich das da angeschlossen? Ja. Ich wollte dich eigentlich nur testen. Ich hoffe, dass ich jetzt mein Erz hier noch reinbekomme. Hoffentlich nicht. Das war ja alles extra. So, das sollte jetzt mal reichen, glaube ich. Glaube ich, denkst du oder weißt du? Glaube ich.
Glaube ich zu wissen. Eventuell. Okay. Na, wie gesagt, Koks, das läuft ja ruckzuck voll da, die Hütte. Gut, dann passt das so. Dann zwack ich mir da nochmal ein Band ab. Dann sollten wir... Alter. So, haben wir das. Meine Feuerwehr rückt gerade bei mir aus. Toll. Das ist doch schön. Okay, Stahl ist unten voll. Nach da ist es auf. Hä? Was ist denn das hier unten? Oder was soll das werden? Die bessere Munition. Alles da. Die wir irgendwann in den nächsten 5 bis 8 Monaten erforschen. Mhm. Gut, dann ist es bis dahin voll gelaufen, dann läuft das gerade hier alles voll. Dann kriegt... Ach, die kriegen schon genug. Das ist gut. Was ist das hier? Darf ich 2 Forschung für einfaches Öl zwischenschieben? Oder ja, einfacheres Öl? Klar. Und danach die Tankding. Wir haben grün, ne? Grün haben wir, ja. Die hatten wir. Ja, genau. Die ersten 3. Das ist, wenn du mit über Shift und T machst, dann kannst du ja die 3 Forschungen oder die 3 ja, Forschungen. Wie gesagt, das ist bei mir leider absolut verbuggt, dieses Shift-T-Ding. Also, bei mir sind 2 Forschungen da drin von dir, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass du vermutlich alle Basic-Dinger da in Stufe 1 zumindest drin hast. Und dann hast du vermutlich irgendwo noch das Ölzeug von vorhin reingeschoben und vermutlich noch irgendwas anderes. Genau. Ich habe jetzt nur erstmal 3 Forschungen noch davor geschmissen, damit wir wenigstens jetzt erst noch mal ein bisschen... Ja, aber die,
die größeren Tanks sind dann doch besser Öl aufzubauen als dieser kleine Pipi-Tank da. Also vor allem, weil der so ein ganz toll ist von der Form her. Wie, welcher ist denn der größere Tank? 200k Tank. Beziehungsweise der riesige Tank und der große Tank. Einmal der 50k Tank und der 200k Tank. Wo ist denn der Tank? Ist der bei verbessertes Flüssigkeit schon dabei oder was? Nee, der kommt danach. Lagertanks aus Stahl. Ist eine Vorforschung. Dann drücke ich die schon mal rein. Dann sind die schon gleich mit drin. Okay, das Koks wird jetzt weniger, weil ich jetzt noch eine Reihe Eisen mit angeschossen habe. Ja, dann muss ich mir noch ein paar Fließbänder holen. Dann mache ich da nochmal eine Direkteinspritzung rein. Die Kiste mit dem gelben Fließband ist einfach mal voll. Ja, was erwartest du, wenn ich die ganze Base einmal Ja, ist schon richtig so. Ist schon, ja. Ach, das war total erschlossen, aber egal. Die Kohle haben, oder die Kohle, die wir hier vom neuen Feld fördern, ja. hat einfach schon mal die Restdauer von Eisen und Kupfererz überholt. Das war schön. Boah, nee, ey. Na gut, da bauen wir jetzt aber auch im Moment knappe 6000 ab. Bis das Lagerhaus voll ist und danach wird es ja wahrscheinlich dann deutlich sinken. Ja, drei Reihen noch, dann ist das Lager auch schon voll. Dann jetzt hier mit der Kohle oder brauche ich dann eventuell noch ein Band dann hier rein? Aber ich denke mal, mit zwei Bändern müsste es ohne Probleme reichen.
Und wenn nicht, dann ist Bauchpech. Also, wo bleibt denn das zweite Band jetzt? Ah, da kommt's, okay. Verschollen. Da ist es. Warte mal, das könnten wir doch hier eigentlich. Das können wir doch so eigentlich komplett hier rausnehmen. Das ist ja dann vollkommen egal. So, Krug sollte jetzt wieder steigen, richtig? Ja, Krug steigt wieder. Interessant wäre jetzt noch. Ja. Unsere Holzanlage sagt dazu, pff, interessiert mich nicht. Ja, dafür sagt unsere, sagen unsere zwei Eisenerzbänder, nicht mit mir, du Arschloch. Welche Eisenerzbänder? Welche wohl? Alle Eisenerzbänder hinten sind nicht mehr voll. Okay, das heißt. Wir bräuchten ein bisschen. Hä, hey, was ist denn hier? Warum ist denn das Band hier komplett leer? Achso, du legst gerade ein drittes neues, ne? Ja. Ich versuch's zumindest irgendwie hier noch dahin zu legen. Wie voll ist denn der Kohleförder? Der 8400. Ah. Und der hier? 594. Na gut. Das ist halt der Vorteil, umso weniger hier jetzt bei dem Feld rauskommt. Desto mehr Bänder können wir von unten anlegen. Ne? Ja, theoretisch. Dafür ist aber irgendwie die Bänder, die wir geplant haben, beziehungsweise wie sie geplant wurden, irgendwie strategisch alles sehr ungünstig. Ja, es müsste vielleicht mal ein bisschen mehr Steine verbraucht werden, dass wir da mal eventuell mehr Bänder dann demnächst durchkriegen. Der Steinmann ist nicht mal mehr voll, was da hinten hinläuft, aber gut. Dann werde ich bald mal gucken, dass ich das andere Eisenerzfeld da oben noch evaluiere und das dann mit in den Waren, das Warenhaus damit reinsetze. Da ist, glaube ich, eine Granate abgerutscht, oder? Nee, die ist bloß dann vielleicht ein Block zu weit oben gewesen. Ein Block. Passiert. Vielleicht auch drei oder vier, aber
Okay, das war schon wieder zu weit oben. Auch gut. Aua. Na gut, mit einem zusätzlich sollten wir dann ja das Benchen da wieder voll kriegen. Na gut, es läuft jetzt auch gerade relativ viel, ne? Nö, Stahl frisst einfach nur massivst viel. Na gut, Stahl dürfte jetzt gleich vollgelaufen sein. Waren aus unten 18.000 drin. Wie viel Stahlzahnräder mit den 10.000 sind voll? Es fehlen jetzt halt noch 3.000 Stahlträger. Dann sind die auch voll. Aber es ist halt schon im Endeffekt bis oben so gut wie komplett vollgelaufen, die Bänder. Also ist jetzt auf Höhe der grünen Schaltkreise, also von daher. Und dann macht er oben noch 3 Reihen Reserve rein und danach ist dann Feierabend. So. Ach, das ist schon das Band, was mit dem höheren Output kommt, ja. Wobei, es sieht so aus, oder? Guck mal die Bänder an. Sind die jetzt ganz voll oder fehlt da noch was? Das sieht so aus, als ob die noch nicht ganz voll sind, oder? Nee. Sieht aber, glaube ich, nur so aus. Oh. Die sollten fast ganz voll sein. Da fehlt halt ein bisschen noch, aber... Na gut, das bisschen, das reicht. Oh, wir haben es geschafft, das erste Holzband völlig auszulasten. Juhu. Das ist interessant. Muss er sich vom zweiten noch holen. Aber es ist toll, dass wir dann gerade mal 25% der Anlage auslasten. Das ist halt auch gleich nicht mehr, sobald hier das Koks voll ist. So, Stahl ist dann, die Bänder sind auch alle voll. Gut, dann wollte ich jetzt noch mal aber eigentlich muss man ganz klar dazu sagen, wir haben schon relativ gut aufgedeckt. Läuft eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weil wir jetzt halt in die Phase kommen, na, das könnte mal ein bisschen mehr sein, das könnte ein bisschen mehr sein, das könnte noch ein bisschen mehr sein. Hast du dich denn schon mal nach einem Steinfeld, einem ordentlichen, umgeguckt? Die beiden machen, glaube ich, am meisten Sinn.
Weil die relativ nah an dem Mainbus jetzt dran sind. Okay, dann kannst du schon mal das andere Problem, was noch existiert, überdenken. Wie bekommen wir die Ölsachen, aka Plastik, auf Mainbus? Das bauen wir hier auf und gehen dann hier so lang. Ach so, cool. Jetzt darf ich dann das Öl von ganz links von allem nach ganz rechts rüber pumpen, um das da zu machen. Das Schöne an der ganzen Sache ist daran, Felix, du kannst das darüber pumpen und kannst den tollen waldfreien Platz benutzen, oder du machst das halt hier vorne, machst den ganzen Wald doch weg. Ich glaube, dann geht's darüber schneller. Ja, aber ich muss noch Stahlpumpen bauen, aber die Motoren habe ich ja theoretisch und ein paar. Stahlpumpen brauchen die? Ah ja, stimmt, Motoreinheiten haben wir ja. Und Stahl haben wir ja auch. Oh, Uran. Toll. Mehr als diese 40 Millionen. Oh, toll, komm. Jetzt? Ich hoffe, deine rote Munition ist geil. Ansonsten werde ich jetzt hier ansonsten komme ich jetzt gleich wieder nach Hause geflogen. Geteleportiert eher, aber ja. Ja. Ich glaube, ich komme nach Hause. Das liegt aber weniger an der Rotmunition, sondern glaube ich eher am Schusssystem hier. Das liegt eher an diesen blauen Spuckern. Ach, du stellst dich mal wieder an. Die schon gut Schaden machen. Das ist unser drittes Nest, was wir erst überhaupt auf dieser Karte aufgedeckt haben, ne? Geh weg! Geh weg! Okay, vielleicht sollte ich mal wieder zum Nest zurücklaufen, sonst wird das zu lange. Alter, haben die lange beide Reichweite. Blöd ist halt, das schaffst du nicht so wirklich alleine. Da sind noch zu viele von diesen ekelhaften Spuckern drin. Zu viele Speiernester. Aber guck mal, Felix. Ja. Wenn man jetzt gegen Würmer kämpft. Warte, ich muss das wo die Würmer finden. Warte. Können theoretisch nicht mehr schießen und du machst du trotzdem platt. Ja. So. Wie viele Steine brauchen wir denn? Ich nehme das obere Feld und schieße es von da aus an, dann kann ich das untere nach oben leiten. Das blaue hier war Mineralwasser, ne? Ja, oder nee, mineralisches Wasser.
Stimmt, ich hätte auch Granaten benutzen können. Aber ich glaube, damit töte ich mich eher selber. So, Steine wollte der Felix haben. Viele Steine oder wenig Steine? So viele Steine, wie du brauchst, um das Steinzeug aufzubauen. Das war aus Stein, war Silizium und Glas. Wir ne? brauchen Stein für Ziegelsteine, für Glas bzw. Sand und für Quarz, was wir dann zu Silizium machen. Also für einiges. Gut, also mindestens 4 volle Bänder. Wann hast du denn Flammenwerfer? Wofür brauchst du Flammenwerfer? Wald. Kass Granaten, das hat zu reichen. Nein. Ich sehe uns schon im Endgame hier. Du siehst so Wald. Denkst du wieder, ach, jetzt werfe ich mal wieder meine Atombombe da rein und mach Felix damit tot. Ne? Da siehst du dich, ne? Das sind Gerüchte. Ich nutze nur Artillerie. Dann schießt du halt die Artillerie auf den Wald und auf mich. Ja, wenn du halt durch den Wald spazieren gehen musst, kann ich auch nicht für. Ich stand noch nicht mal im Wald da, ich stand in meinem Zug drinne. Ja, wenn der Zug halt durch den Wald fährt. Kann ich auch nichts dazu. Der stand nicht mal in der Nähe vom Wald. Naja gut, das ist halt Auslegungssache, da stand ein Baum vielleicht innerhalb von 300 Blöcken Radius ungefähr. Ja, drei Bäume in 500 Blöcken Radius ist ein Wald. Und Wald muss entfernt werden. Am besten finde ich sowieso, dass unsere Eisenschmelze, die du für Stahl gebaut hast, nicht reicht. Und einfach dir dann denkst, gut, klau ich einfach von unseren anderen Eisenschmelze noch Eisenplatten dazu. Nur eine. Dann ein ganzes Fließband klaust du dazu, richtig? Ja, wir haben doch auch genug, hast du gesagt. Haben wir auch, momentan. Deswegen mache ich das Lagerhaus mal schnell voll und danach ist ja Stillstand eher angesagt. Ich habe Strom ausgebaut gehabt, ne? Wir waren nämlich wieder kurz vor knapp. Das ist gut. Ja, sind wir jetzt bei 100, 106. So, Glas und Ziegelstein und dem Zeug. Erinnerst du dich noch an den alten Spielstand, wie wir da Schienen aufgebaut hatten? Mhm. Ich glaube, bis zum Ende des Spielstands hat sich das nicht geändert. Ich glaube, wir hatten irgend so eine blaue Fabrik da oben stehen mit rotem Fließband dahinter. Mhm. Ich glaube, irgendwann kamst du dann sogar an und hast dann noch Speedmodule reingeklatscht. Oder so. Ja, das kann sein. Aber ich habe vergessen, die Fabrik auszutauschen. Ja. Aber es hat gereicht. Das ist es ja halt. Schienen sind halt auch so eine Sache, genau wie Greifarm und solche Geschichten. Die brauchst du halt mal kurzfristig viel und dann brauchst du sie eine ganze Zeit lang wieder gar nicht und dann brauchst du mal wieder richtig viel davon. Das ist genau wie Strom. Manchmal brauchst du es gar nicht und dann brauchst du auf einmal wieder urplötzlich ein bisschen mehr. Na, mehr oder weniger urplötzlich, ne? Ja, wenn ich halt mal hier wieder 1000 Förderer anschließe. Unter anderem, ja. Dann machst du immer so einen Haken nach oben, so plumm. Das kannst du wahrscheinlich in dem Strom richtig gut erkennen. Immer wenn so auf einmal so ein plötzlicher Dings da, so ein Peak nach oben ist, weißt du, Eis da, Erz fällt.
Ach, Öl ist wieder eh so eine tolle Geschichte. Gerade wenn du wieder in Richtung Endgame kommst. Ach, was Schnellst, soll ich? schnellstmöglich auf Materium stellen. Was braucht man denn Materie zu erforschen? Was denn? Das war eine ernst gemeinte Frage. Du hast tolle Fragen, ja. Ach, jetzt weiß ich, was ich holen wollte. Reparaturkits. Kannst du hier vorne mal Roboterabdeckung hinbasteln? Ich habe keine Fließbänder mehr. Roboterabdeckung hinbauen. Toll. Ja, ich habe halt keine Fließbänder mehr. Nicht mein Problem. Dabei habe ich so viel mitgenommen. Stromleitung, wo ist die nächste Stromleitung von hier aus? Wie gut, dass ich da oben schon eine Querverbindung geschaffen habe. Du bist halt einfach ein Mitdenker. Nee. Einfach nur rechts Radar hinsetzen. Das hätte ich hier unten vielleicht auch noch mal tun können. Und bei der Kohle eventuell auch. Vielleicht soll ich mir die Radare mal hier mit unten reinpacken. Dann denke ich vielleicht mal dran. War ja klar, dass das Kohlefeld nicht mit drin ist. Gut, aber dann würde ich sagen, hau rein. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.